sie für mich sühnen.
Das Weitblau gehört dir. Geh in Frieden, alter Dringer. Ah, ja. Das Reich ist sicher. Vorerst. Leb wohl, Dringer.
einfach nicht mehr. Hallo, mein Kind. Wurde euer Haus mit Gestank gestraft? Ich wünschte, ich könnte lachen, aber... ja, es stimmt. Den Geruch hat der Teufel gesendet. Der Teufel, dessen Leibesfrucht ich bin. Oh, dieser Gestank. Er tunkt seine Pfeile in Kudung und wäscht sich nie... Er sagt, das bringt ihm Glück. Wir müssen in Vaters Scheißhaus ersticken. Den Kudung bewahrt er in diesen Kisten auf... der zum schlimmsten aller üblen Gerüche vergoren ist. Oh, wie das stinkt. Das ist doch eine Falle. Ruhig bleiben. Hier ist doch was faul. Diese Bären sind das Einzige, was mein Leben vor dem alles zersetzenden Mief schützen kann. Fehler erlauben. Das ist doch eine Falle. You have the sharpest hungan, ac it weine that it show me ye. For whom there it throw me back in the sprege.
Die Kisten sind fort, aber meiner Erfahrung nach muss man die Quelle beseitigen, sonst kommt der Gestank zurück. Mein Vater, Schiedwald, er ist ein berühmter Bogenschütze, aber er wäscht sich nie, nie. Ich stelle ihn zur Rede, diese Eiterbeule. Mutter, ich hole Vater zurück. Es reicht mir. Veränderung liegt in der Luft. Buchstäblich. Krieg ist vorüber. Unser Haus ist sauber. Du kannst aufhören, alles voll zu stinken. Geh baden. Ich kann nichts dafür, dass mein Dreck nützlich ist. Mit Scheiße sind meine Pfeile tödlicher. Im Krieg hat sich niemand beschwert. Besondere Kräfte. Das hat mir Gott gesagt. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Göttlichen Schmutzpanzer. Ein Clan der Schlacht. Gepriesen sei der Herr! Mein schöner Schiedwald ist aufs Neue getauft. Mein Liebster! Endlich bist du sauber und unser Haus auch. Komm her, endlich kann ich deine Haut wiedersehen. Wie fühlt es sich an, sauber zu sein, Schiedwald? Dieses Gefühl der Sauberkeit ist seltsam. Ich war glücklich als verwahrloster Dreckspatz. Nach Eitelkeit hat es mich nie gedürstet. Das eigene Verlangen steht nicht immer im Einklang mit dem der Götter, der Familie und der, naja, Bettgenossin. Es kommt mir vor, als hätte ich mein kriegerisches Ich verkauft. Die Scheiße inspirierte meinen Bogen. Meine Kackepfeile säten Angst in den Nasen meiner Feinde. Deine Pfeile werden sicher weiter ihr Ziel finden. Deine Treffsicherheit hast du dir nicht abgewaschen. Das wird die Zeit zeigen. Leb wohl.